11.11.11.11 Uhr. Der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf. Heute, am Tag vor Rosenmontag, bei mir im Hotel Hannover Airport Maritim in Langenhagen ist das ja, am Flughafen, ein Mitglied des Elferrates der Lindener Narren und der Hausmeister. Der Hausmeister, naja, da kommen wir später drauf, nicht der Hausmeister vom Hotel, aber erzähle ich euch noch. Der Elferrat im Karneval hat eine besondere Aufgabe und auch der Hausmeister der Lindener Narren ist außergewöhnlich. Warum? Das möchte ich heute in diesem Podcast erörtern. Markus. Moin. Du bist Mitglied im Elferrat der Lindener Narren. Genau, so sieht das aus. Der Begriff Elferrat ist vielen überhaupt nicht präsent. Wo kommt dieser Begriff im Karneval überhaupt her, Elferrat? Ja, also zu dem Thema Elferrat, das gibt es eine ganz lange Geschichte. Da kann man linksrheinisch, rechtsrheinisch, alles hoch und runter auftun. Also der Elferrat ist klassisch das Parlament des Narrenreiches. So steht es geschrieben. Es wurde tatsächlich, die Elf an sich ist schon eine spezielle Zahl. Die Elf heißt halt nicht nur Elf, sondern es heißt Eins und Eins. Das heißt gleich unter Gleichen. So. Also gleich unter Gleichen, wie muss ich mir das vorstellen? Also das Volk will jetzt Politik machen. Machen wir doch jetzt schon in der Demokratie. Und wo kommt das her? Wann war das? Das kommt aus dem 19. Jahrhundert, dem frühen 19. Jahrhundert. Das entstand aus der Französischen Revolution. Na, und wenn man jetzt sich die Buchstaben elf mal anschaut, ELF, kommt das aus Egalité, Liberté und Fraternité. Kennt man aus Frankreich. Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Eieiei, dann ist ja unser Podcast Elfter, Elfter so richtig eine geschichtliche Verbindung mit Frankreich. Das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Mein Gott, wir sind international. Ja, ich dachte, wir sind nur außergewöhnlich in Deutschland. Wir sind international. Naja, europäisch würde ich sagen. Ja, europäisch, gut. Genau. Das wurde ursprünglich nach der Niederlage von Napoleon damals gemacht. Dort gab es dann einen Rat im bürgerlich-demokratischen Geiste. Aha. Und der hatte sich später dann unter der Narrenkappe versteckt, als das mit der Revolution vorbei war. Aber die Franzosen haben doch gar keinen Karneval gefeiert. Wie kommt das jetzt zu uns? Aber die haben tatsächlich die linksrheinischen Gebiete besetzt. Also da gehört zum Beispiel Köln dazu. Ah. Genau. Aber Moment mal, Köln, Karneval, da wird ja immer gesagt, das ist die Hochburg. Ich als Norddeutscher weiß aber, der erste Narr überhaupt war Till Eulenspiegel. Und der kam nicht aus Köln, der kam aus Kneidlingen. Kneidlingen ist ein Ort zwischen Braunschweig, gibt es gar nicht diesen Ort, und Hannover. Also der Narr kommt hier aus dem Norden und nicht aus der Kölner Hochburg. Aber der Elferrat, der kommt aus Köln. Der kommt nicht ganz aus Köln, sondern ein bisschen weiter, und zwar aus dem Bereich Aachen. Aha. Dort wurde nämlich 1829, genau, ich musste kurz nachrechnen, der erste Aachener Karnevalsverein, der Floristei, gegründet. Und dort sagt man, dass die Vorstandsmitglieder, 11 Stück an der Zahl, hier diesen Begriff des Elferrats eingeführt haben. Also jetzt schon mal wieder eine Neuigkeit. Alle denken immer, in Köln oder Düsseldorf wurde der Karneval geboren. Nein, der wurde in Aachen geboren, wenn ich das so verstehe. Genau. Also der rheinische Karneval. Der rheinische Karneval kommt aus Aachen. Ja, und welche Aufgabe hat der Elferrat nun im Karneval? Der Elferrat ist tatsächlich, sind es Würdenträger des Vereins im Normalfall. Also bist du bei den Lindener Narren ein Würdenträger? Ja, ich würde das schon mal so sehen, oder siehst du das anders? Ja, klar. Wir kommen gleich noch mal auf deine Rolle. Ja. Der Hausmeister, der neben dir sitzt, ist auch ein Würdenträger. Ja, ohne der hat eine Pudelmütze auf, aber das könnt ihr ja Gott sei Dank nicht sehen. Ja. Es gibt tatsächlich einen Unterschied vom Elferrat tatsächlich der Lindener Narren zu vielen anderen Elferräten.
im Rheinland oder in Peine Ost, möchte ich das mal sagen, oder auch in anderen Vereinen ist es so, dass der Elverrat tatsächlich viel mehr organisiert hinter den Bühnen, viel mehr vorbereitet, als das bei den Lindernarren tatsächlich so ist. Aha, also im Grunde genommen ist bei den anderen Vereinen der Elverrat der sogenannte Strippenzieher. Strippenzieher hatten wir ja schon bei uns im Podcast, gleich im November war das, oder im Dezember, da waren die Strippenzieher dran. Und die organisieren und managen alles. Und den Job müsst ihr Gott sei Dank wohl nicht machen. Ihr habt den besten Job eigentlich. Ihr sitzt auf der Bühne und könnt einfach nur genießen, oder? Ja, wir genießen sowieso, also nicht nur auf der Bühne, sondern auch dahinter. Aber das ist natürlich nicht unsere einzige Aufgabe. Also wir sind tatsächlich im Einsatz vorwiegend auf eigenen Veranstaltungen innerhalb der Session. Wir begrüßen die Gäste. Wisst ihr ja, wir stehen da mit Spalier. Also Würdenträger, wenn die Gäste kommen, werden die von euch begrüßt. Unter anderem, ja. Es sind ja noch viele andere mehr dabei. Genau. Wir sind aber tatsächlich mehr als schmückendes Beiwerk auf Veranstaltungen, denn wir agieren häufig sehr spontan und interaktiv mit dem Publikum und auch mit den auftretenden Darstellern. Ja, aber jetzt müssen wir ja mal nachdenken. Elverrat, ich höre immer so männliche Stimmen bei euch. Der Hausmeister grient auch schon wieder hier nebenbei. Der kriegt schon das Lachen. Habt ihr auch Damen in der Runde? Wir haben auch Damen in der Runde. Ui, ist das so üblich, auch in Köln? Nein, traditionell nicht. Dort wurde dann eher die Dame als Mundschenk, so nannte man das, engagiert, dass sie den Herren tatsächlich zu Füßen ihre Getränke brachten oder ähnliches. Uiuiuiuiuiui, da sind wir ja im Norden weiter als die Rheinländer. Ne? Da werden ja die Damen noch gar nicht als gleichberechtigt gesehen im Kölner Karneval. Genau, uiuiuiuiui. Also in Hannover hätte Ali Schwarzer ihre Freude an den Lindernarren. Ja, das glaube ich aber auch. Also, wie viele Damen habt ihr denn? Wir haben zwei. Das sind aber auch noch nicht 50%. Ne? Nein, aber wir suchen immer welche, die gerne bei uns mitmachen wollen. Also ihr könnt euch gerne bei meinem Kollegen Ingo oder mir melden, wenn ihr Lust habt. Da frage ich mal den Hausmeister. Kannst du dich nicht mal als Frau verkleiden? Dann setzt du dich da rein. Dann haben wir so ein bisschen die Gleichberechtigung, damit wir wollen doch auf die 50%-Quote kommen. Ja, klar kann ich mich als Frau verkleiden. Habe ich ja früher auch öfter mal gemacht. Aber ich habe ja auch noch andere Aufgaben. Also es geht nicht immer. Geht nicht immer. Geht nicht aber immer. Bart sehe ich, hast du ja nicht. Also da könnte man dann schon was von machen. Bisschen Lippenstift drauf. Ich glaube, die schmuggeln wir dann mal unter. Dieser Podcast ist entstanden mit der Unterstützung von Hannover Concerts. Für uns stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste immer an erster Stelle. In Hannovers Locations ist es still geworden. Doch gerade in dieser besonderen Zeit, die für die gesamte deutsche Kulturlandschaft eine Herausforderung bedeutet, steht Hannover Concerts wie immer fest an der Seite seiner langjährigen Partner, Künstler und Künstlerinnen. Ehrensache also, dass lokale, engagierte Projekte wie dieser Podcast der Lindener Narren unterstützt werden. Wir von Hannover Concerts freuen uns schon jetzt riesig auf den Moment, wenn die Boxen wieder aufgedreht werden dürfen, die Musik durch uns durchströmt und für viele Gänsehautmomente im ganzen Norden sorgen werden. Das gesamte Team von Hannover Concerts wünscht euch weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast. Jetzt wieder zum Elverrat. 3 bis 4 Stunden Programm auf der Bühne. Und der Elverrat muss immer lustig sein. Geht das? Klar. Ja, aber wie? Ihr seht das Programm zigmal in der Karnevalszeit. Immer wieder das gleiche Programm. Kann man da noch lachen? Natürlich, das Programm lebt ja auch mit seinem Publikum. Und es ist ja auch so, dass das Programm nie exakt gleich ist, wenn man das mal sich genau anguckt. Ab und zu kommt da mal der Hausmeister dazwischen. Aber den habe ich ja nachher noch auf der Platte. Da will ich ja dann noch mal genauer sehen, was mit dem so passiert ist. Der Elverrat muss aber immer korrekt gekleidet sein. Er ist ja Würdenträger, wie er so schön sagt. Und er ist Vorbild im Karneval. Was ist euch eigentlich schon mal Peinliches passiert, wo man sagen kann, das ging als Würdenträger nun gar nicht? Der Klassiker ist der offene Hosenstall, wenn man steht und klatscht. Ey, ich möchte den Film gar nicht sehen. Nee.
Ja. Nee, aber das ist halt tatsächlich das, was schon passiert ist. Das ist dir natürlich schon passiert. Da würde ich niemals so behaupten und wer weiß. Ja, aber wenn ihr jetzt so eingebunden seid, auf einmal, ihr steht dann ja auch mal auf, könntet ihr euch vorstellen, auch mal so wie das Publikum auf Tischen und Stühlen zu stehen? Ja, das machen oder wir machen ja das keine Würdenträger? Also ich glaube, der Elberrat, der Lindener Narren, wir verstehen uns ja auch als Anheizer manchmal. Wir wollen ja auch mitteilen, wenn wir aufstehen, dann ist was Besonderes auf der Bühne. Wenn wir weiße Handschuhe anhaben, das ist auch so ein kleines Signal, vielleicht an das Publikum, das wissen viele nicht. Deshalb ist der Podcast gar nicht so schlecht geeignet, um da mal ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Ja, aber ich Anheizer ist aber auch so eine Sache. Ihr heizt aber auch ganz schön an mit so ein paar Getränken immer. Wasser trinkt ihr da nicht nur, oder? Nein, das ist heiße Milch mit Honig. Ah ja, okay, also lassen wir das mal so im Raum stehen. Jetzt aber zwischendurch zum Hausmeister. Der hat ja nun lange genug hier gesessen und immer geschmunzelt, wenn er schon irgendetwas von euch gehört hat. Am Anfang habe ich ja schon gesagt, ich komme noch drauf. Der Hausmeister heißt Siegfried, genau. Genannt Siggi. Du bist der Hausmeister, rein optisch habe ich ja gesagt. Immer grauer Kittel, Pudelmütze, das sind dein Markenzeichen. Wer sich davon überzeugen will, unser Podcast hat ja ein Coverbild, da bist du dann drauf zu sehen, dann sagt jeder, das ist die Kultfigur der Lindener Narren. Fühlst du dich in deiner Rolle überhaupt wohl? Ja, mittlerweile ja. Das war ja eigentlich nur damals ein Lückenfüller, den ich da machen sollte. Aber das ist so gut angekommen. Mittlerweile mache ich das gerne. Immer wieder, ist auch kein Problem. Ja, ich habe das ja so in Erinnerung und ich glaube unser Publikum auch. Du bist ja wie so ein Running Gag. Ja, einmal bist du in der Comedy-Truppe drin, die hatten wir ja auch schon im Podcast. Da bist du ja immer derjenige, der macht was auf der Bühne da? Hilf uns weiter. Da mache ich das Bilderrätsel mit meinem Koffer. Da sind immer die Sachen drin, die ich zeige. Und das ist dann ein Bilderrätsel. Und eins von den Mädels macht dann die Auflösung, wenn es soweit ist. Ah, ja. Und Bilderrätsel, sind das dann deine Ideen oder wie geht das? Nein, Bilderrätsel denken wir uns alle zusammen aus. Zu siebt sitzen wir da und es muss halt in den Koffer passen, das Bilderrätsel. Und das Wort darf, oder die beiden Wörter dürfen nicht zu lang sein. Die müssen natürlich auch auf das Schild passen, damit man hinterher die Lösung präsentieren kann. Welches war denn dein liebstes Bilderrätsel? Was fandst du am besten, wo du dich schon drauf gefreut hast, wenn du es jetzt auf der Bühne bringen kannst? Oh, da gab's eigentlich, das gab eigentlich viele. Also jedes Jahr sind's andere. Die meisten nach einem Jahr habe ich auch vergessen, welche das waren. Weil ja, aber unser Publikum bestimmt nicht, aber ja. Ich sehe da immer unten so eine Spannung. Aber wir wollen ja nicht nur auf Comedy kommen, aber du bist ja jetzt automatisch auch so ein Running Gag bei den Lindener Narren geworden. Und man sieht dich auch ab und zu dann mal in der Runde des Elberrates. Hast du als Hausmeister die auch schon mal hops genommen, die Getränke ausgetauscht oder so? Erzähl uns mal heimliche oder die großen Geheimnisse des Hausmeisters. Naja, ich selbst mache das eher weniger, aber dass die Getränke mal ausgetauscht wurden, statt normalem Bier mal alkoholfreies hingestellt wie wird. Bier. Das gab es schon. Das kein Bier. Ja, aber Mensch, ich gebe dir doch mal einen Tipp, hau doch da mal so drei Doppelkorn rein in das Bier. Ja, das wäre vielleicht mal ganz gut, kurz vor Ende der Veranstaltung. Aber wenn man das zu früh macht, kann es natürlich sein, dass die Herren des Elberrats auch mal zwischendurch umfallen würden. Das wollen wir ja nicht. Kippen die nach hinten weg und dann haben wir keinen Elberrat mehr, oder? So ist es. Aber ich weiß ja als Präsident, dass du auch Mitglied des Elberrats bist. Also du bist nicht nur Hausmeister, sondern auch, wie Markus sagte, Würdenträger als Elberrat. Nun kennst du ja den Elberrat der Lindener Narren. Was sollte sich bei diesem Elberrat mal ändern? Was hättest du für Ideen, was man da noch so machen könnte auf der Bühne? Bei Elberrat hat sich in den letzten Jahren schon so weit entwickelt, dass die immer mitgehen, auf die Stühle steigen, auf den Tisch. Also viel mehr geht, glaube ich, nicht. Früher hat man da nur gesessen, weiß ich auch noch, geklatscht und mehr nicht gemacht. Heutzutage machen die richtig mit, schunkeln und drehen sich um.
Also die machen schon richtig viel. Ja klar, die leben auf. Markus immer, ne, wenn die Damen dabei sind, Mädel unter den Arm, dann lebt er auf. Ja, dann ist er auf einmal, die Jahre vorher kenne ich auch noch, da durfte ja auf der Bühne noch geraucht werden. Dann hatten die alle noch eine Zigarette dabei und all sowas. Das ist ja nun vorbei, geht ja nicht mehr. Bedauerst du das, Markus, oder bist du Nichtraucher? Nein, ich bin Nichtraucher. Nein, bedauern tue ich es nicht. Also in geschlossenen Räumen mag ich sowieso nicht mehr rauchen tatsächlich. Und ja, früher war das normal. Es ist aber so, dass ich bin das auch gar nicht mehr gewohnt. Und das 4 Stunden dann im Rauch dazu sitzt, also die Nebelmaschine reicht schon, wenn die angeschmissen wird und die wieder voll draufdrücken. Dann kriegt man schon tränende Augen. Aber dann noch rauchen, oh Gott, nee. Aber die Mädels im Everrad, das gefällt dir ganz gut, ne? Ich finde, der Elverrat lebt ja von seinen Mitgliedern. Ne? Und das Durchschnittsalter des Elverrats ist ja nun mal relativ hoch, mit Ausnahme vielleicht der 2 Damen und ein paar Leuten der vorderen Reihe. Deshalb alles, was frische Ideen auch mitbringt, ist uns willkommen. Und das heißt nicht nur Frauen, es kann auch divers sein, es können Männer sein, alles. Okay, ihr seid also ganz offen und unser Hausmeister, die Rolle möchtest du da ja noch ein bisschen spielen, ein paar Jahre, oder? Ich denke, das werde ich noch einige Jahre machen. In der Stunksitzung habe ich dich ja auch schon gesehen bei den Lindernachen. Da bist du aber ein bisschen derbe, oder? Ja, die Stunksitzung ist ja auch ein bisschen was anderes. Da kann man ruhig mal ein bisschen derber werden. Also, das ist ja Stunk und nicht normaler Karneval. Also, da bist du hemmungslos, möchte ich sagen. Also dieses Bild allein, wenn ich nur die Badelatschen bei dir sehe mit Tennissocken und diesen behaarten Beinen auf der Bühne. Mein Gott, hast du überhaupt keine Hemmung? Mittlerweile nicht mehr, das gehört halt dazu. Was sagt deine Frau dazu? Ja, die findet das gut. Die findet das gut, dass du dich zum Hausmeister machst. Bist du zu Hause auch der Hausmeister? Allerdings darf ich zu Hause so nicht rumlaufen. Ansonsten mache ich schon den Hausmeister. Da läufst du ohne Kittel rum. Genau. Ich habe schon wieder Bilder im Kopf. Ach nee, die wollen wir alle nicht sehen. Markus, probst du Elverrad zu Hause? Ziehst du dann schon mal die Jacke an? Was sagt deine Frau, oder? Ja, tatsächlich ist es bei uns ja so, dass ich der einzige Karnevalist in unserer Familie bin. Meine Frau. Hartes Brot, oder? Oh, man gewöhnt sich dran. Ich bin tatsächlich in einer Karnevalsfamilie aufgewachsen. Allerdings war der Karneval vor meiner Lebenszeit. Mein Vater war der berühmte Till Eugenspiegel bei den Eugenesen und meine Mutter war Mariechen. Ah, ja, das war aber tatsächlich vor meiner Zeit, das habe ich auch erst viel später. Also die Eugenesen, wollen wir für alle sagen, genau, ist ein Karnevalsverein in Hannover, auch sehr groß, im Mittelfeld, auch aus einer katholischen Gemeinde entstanden wie die Lindernarren und sind, glaube ich, ein Jahr vor uns gegründet, 1964. Dann wissen alle Bescheid, wer die Eugenesen sind. Ja, wusste ich jetzt nicht, dass sie da gegründet wurden. Danke, aber tatsächlich hat sich das erst rausgestellt, als ich dann bei den Lindernarren dann angefangen habe. Das müssten jetzt auch schon 10 Jahre sein, glaube ich, in diesem Jahr. 11, bestimmt 11. Ja, natürlich. Kann 10 plus 1. Ja, und dann wurde mir das mitgeteilt, dass meine Mutter tatsächlich mal am Mariechen war. Also ich war schwer begeistert. Du warst schwer begeistert. Ja. Und wenn du jetzt ein Tanzmariechen bei den Lindernarren auf der Bühne siehst, dann denkst du immer, das ist meine Mutter. Nein. Na, wie Sigmund Freud würde ich das jetzt nicht machen. Nein, ich finde das schön anzusehen. Das ist ja auch, wir sehen das ja aus direkter Nähe, also noch mal ein bisschen näher dran als das Publikum. Und das ist schon echt harte Arbeit, was die da machen. Also das ist Respekt an die Herrschaften. Ja, das glaube ich auch. Das ist Leistungssport, hatten wir auch schon im Podcast. Aber nun muss ich ja doch noch mal mit euch beiden über die Corona-Zeit sprechen, denn die können wir ja nicht ausblenden. Wir sind zwar einen Tag vor Rosenmontag, und die Karnevalszeit würde ja jetzt quasi zu Ende gehen, also den Höhepunkt haben. Da muss ich euch fragen, Sigi, fehlt dir da irgendwas in diesem Jahr? Wie hast du diese Zeit Januar, Februar für dich empfunden? Ja, mir fehlt natürlich viel, vor allen Dingen das Feiern nach den Karnevalssitzungen. Hinterher ist dann ja noch Aftershow-Party, das fehlt natürlich und auch die Vorbereitung. Man hatte immer was zu tun, gerade in der dunklen Jahreszeit. Ein bisschen nervös war man, aber man hatte halt immer irgendwas zu tun beim Karneval. Und man hatte immer Spaß auf der Bühne, das Publikum war gut drauf. Und ich glaube, das wolltest du damit sagen. Und wenn dann dieser ganze Stress
Denn das ist ja Stress, auf der Bühne zu stehen und immer auf den Punkt die Darbietung gut rüberzubringen, damit das Publikum begeistert ist. Das gilt auch für den Elverrat. Dann fällt dieser Stress ab und dann geht man hinterher zur Aftershow-Party und dann kann es auch Lütchenlager oder Bier sein, oder? Ja, genau, so ist es. Also es macht jedes Jahr Spaß, obwohl man immer tierisch nervös ist, besonders bei besonderen Aufgaben wie Stunksitzung. Aber wenn man das hinter sich hat, ist man umso mehr zufrieden und erleichtert natürlich. Und Markus, was machst du oder was hast du in diesem Jahr gemacht ohne Karneval? Jetzt hatte die Familie dich endlich jeden Tag, oder? Das hatte sie ja auch schon vor Sessionsbeginn. Der Lockdown, den gab es ja letztes Jahr schon. Ich finde halt, der Karneval, der vertreibt die Zeit ziemlich gut bis zu Ostern, wo es dann langsam wieder losgeht mit Frühling und den ersten Blumen. Und das fehlt einfach dieses Jahr. Und das macht ein bisschen Tristesse. Glaubst du wirklich, dass wir nächstes Jahr am 11.11. wieder richtig einsteigen können? Ich gehe davon aus. Ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall weitermachen wollt. Sigi mit Pudelmütze und Kittel und Tennissocken. Und Markus als Würdenträger im Elverrat. Auch mit Tennissocken, aber in schwarz. Habt ihr als Elverrat eigentlich schon mal Auftritte der Linda Narren irgendwie gestört auch oder hops genommen? Ich kann mich da an was erinnern. Du wirst jetzt aus der Schule plaudern, oder? Natürlich machen wir sowas ab und zu. Ein schönes Beispiel hierfür ist, das müsste jetzt ungefähr 5 Jahre oder 6 Jahre her sein, da hat sich der Elverrat auf der Bühne vor den Boys der Müllabfuhr alle in Orange umgezogen. Wir hatten orange Mützen, wir hatten orange Warnwesten und haben tatsächlich den Boys von der Müllabfuhr, die wussten jetzt erstmal nicht, was sie machen sollten. Boys der Müllabfuhr, auch Kultfiguren, hatten wir schon im Podcast im Januar. Genau, oder das auf der letzten Veranstaltung, da machen wir uns dann am meisten immer ein Gaudi, dass wir haben mal bei Woolworths so eine 20er-Packung billige Herren-Slips gekauft und haben die Isabel dann auf die Bühne geworfen als unser Zeichen. Isabel, unsere Sängerin mit Steven, muss man auch nochmal in Erinnerung zurückholen. Ich sagte ja immer so, die Helene Fischer der Linda Narren hört sie immer nicht so gerne, aber sie bringt den Saal schon richtig in Stimmung, war auch Miss Niedersachsen, also hübsch, tolle Figur und dann habt ihr sie beworfen mit Schießer, Eingriff, gerippt oder wie? So ähnlich, sie hat den Spaß auch mitgemacht, das hätten wir natürlich nicht gemacht, wenn jemand das ein wenig schwierig gefunden hätte, aber sie fand das extrem lustig. Unsere Ideen entstehen tatsächlich meistens aus dem Programm heraus. Also wir kennen das Programm ja meistens vorher nicht bis zur Generalprobe, wenn wir dann den ersten Durchlauf machen. Und dann kommen schon die ersten Ideen manchmal. Manchmal kommt halt auch mal nichts, das kann halt auch sein. Aber es entwickelt sich. Irgendwer muss immer leiden. Da muss ich ja als Präsident aufpassen. Nicht, dass ich da mal auch irgendwie da hochgenommen werde. Vielleicht kriege ich dann doch diesen Doppelkorn in mein Gläschen Wasser. Ich trinke ja immer noch Wasser auf der Bühne, werde ich dann schon merken. Und weil es ein Tag vor Rosenmontag ist, verabschieden wir unsere Hörer jetzt mit einem dreimal kräftigen Linden. Alaf. Linden. Alaf. Linden. Alaf. Dankeschön. 11.11. 11.11 Uhr. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.